Was geht ab, Freunde? Willkommen zu Teil 2 meiner Most Wanted Games Liste für die kommende Zeit. Ich habe ja schon in Teil 1 erklärt, dass ich wirklich diesmal alle Spiele mit reinnehme, egal wann sie kommen. Sie müssen nur offiziell angekündigt worden sein mit mindestens einem Teaser-Trailer. Ja? Ansonsten gibt es keine Grenzen und dementsprechend gibt es natürlich auch Spiele in der Liste, die erst 2023 kommen oder vielleicht noch später. Man weiß ja nie so, wann irgendwie was kommt. Und ja, ich hatte beim letzten Mal ja auch Tipps gegeben. Erstmal übrigens, danke natürlich für das Feedback auf die erste Folge. Freut mich, dass ihr ja wieder am Start gewesen seid und auch eure Listen angefangen habt. Und ihr könnt natürlich gerne weitermachen. Diesmal gibt es Platz 16 bis 13. Und ich hatte ja, wie gesagt, ein paar Tipps gegeben. Ein Spiel wurde sehr gut erkannt, aber das war schon ein deutscher Hinweis. Da muss ich mal ein bisschen für die nächste Folge ein bisschen kryptischer noch reden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Platz 16. Und Platz 16 ist ein Spiel, das wurde explizit für 2023 erst angekündigt. Ein Horrorspiel, ja, ein Horror-Survival-Spiel und das ist Alan Wake 2. Alan Wake 2 wurde ja jetzt auf den Video Game Awards angekündigt von Remedy und ich finde den ersten Teil immer noch geil. Ich finde den immer noch geil, der kam ja erst vor ein, zwei Monaten als Remastered raus. Ist aktuell auch die ganze Zeit gefühlt im Sale für 15, 16 Euro oder sowas. Also wenn ihr den Titel noch nicht gespielt habt, auf jeden Fall zu empfehlen. Für 16, 15 Euro so kann man auf jeden Fall nichts machen, falsch machen mit dem Remaster. Und ja, sie haben ja das Ganze schon angedeutet in dem DLC. Ich habe ja auch dieses Jahr Control nachgeholt von Remedy. Hat mir richtig gut gefallen, richtig geiles Game. Alan Wake hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten sie ja auch noch zwischendurch, glaube ich, Quantum Break. War das auch von denen? Ich glaube, ja. Haben sie, glaube ich, auch gemacht. Und allgemein, die sind sehr kreativ. Die wissen genau, was sie machen. Und Control hat mir sehr gut gefallen. Da hatten sie auch schon so einen Alan Wake DLC. Das heißt, sie haben es nicht vergessen. Haben sie daher schon ein bisschen angeteasert, den Nachfolger. Dann gab es nochmal das Remastered, wo man ja natürlich auch nochmal so ein bisschen das Interesse weckt bei einigen. Auch nochmal ein bisschen die Erinnerung weg von vielen, die es damals gespielt haben. So ein bisschen, ja, um das nochmal ins Gespräch zu bringen. DLC plus Remaster, da war klar, dass dann der Nachfolger angekündigt wird. Und das haben sie dann, wie gesagt, auf den Game Awards gemacht. Haben gesagt, dass es diesmal ein Horror-Survival-Game wird. Es gab auch schon so Teaser-Trailer mit dem Schauspieler. Mehr gab es bisher nicht. Außer halt zusätzlich noch die Info, dass es dann 2023 kommt und quasi ihr größtes Projekt sein soll bisher. Und wie gesagt, die haben mit Control echt gut abgerissen, fand ich richtig geil. Und ja, Alan Wake auch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt gespannt, was sie da raushauen. Und ich habe da Bock drauf. Ja, das ist der aktuelle Stand. Wie gesagt, ich kann vielleicht irgendwo in ein paar Monaten nochmal die Liste aktualisieren. Das ist der aktuelle Stand. Ich fand's cool. Ich freue mich drauf. Und ja, Alan Wake 2, Platz 16. So, Freunde, Platz 15 geht auch extremst in die Horror-Richtung. Und zwar das Dead Space Remake, Freunde. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Wir hatten schon oft die Diskussion jetzt bei diesem Spiel. Braucht es ein Remake oder nicht? Nein, braucht es nicht unbedingt. Aber das, was ich bisher gesehen habe, es gab ja schon so ein bisschen kleine Demo-Gameplay-Alpha-Videos. Ja, also seht ihr wahrscheinlich jetzt auch im Hintergrund, dass es schon ein bisschen so Einblicke gab. Und ich freue mich drauf. Der Dead Space 1, der erste Teil, ist einfach der beste Teil der Reihe, finde ich persönlich. Er ist pure Horror. Wirklich, ich hatte mir damals so eingeschissen. War so auch die ersten Spiele, die ich mit Kopfhörern gespielt habe. Die Soundkulisse war krass, die Grafik war damals krass. Und wenn sie das jetzt alles aufs Next Level holen, vor allen Dingen, was mich sehr freut, dieses Spiel kommt nur für Next-Gen-Konsolen und nur für PC. Und die Optik, die jetzt schon gezeigt wurde, das Angedeutete in sehr, sehr frühem Stadion, hat mir schon sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die ganzen Änderungen, die sie dran machen wollen, dass das Spiel sich anfühlen soll wie ein langer Durchgang, also Durchlauf, quasi ohne Ladezeiten, ohne irgendwie diese Bahntrail oder sowas. Du hattest ja zwischendurch, in den alten Games hast du da diese Bahnfahrten. Anscheinend soll das alles rausgehen, also rausgeschmissen werden anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es soll ein kompletter Durchgang sein, den du verbringst in dieser Ishimura. Und ey, Dead Space, ich habe es ja schon in dem Video erklärt, was ich schon gemacht habe. Lieber so als Remake, als gar nichts mehr von Dead Space. Sie haben ja mit dem dritten Teil die Reihe gefühlt gekillt, EA-typisch. Ja, haben sie mal wieder geschafft, mit viel zu viel Action, Koop, Microtrans-Action. Und wahrscheinlich hätte es niemals einen vierten Teil gegeben. Jetzt hauen sie das Remake raus. Ich bin sehr zufrieden damit. Besser als gar nichts, sage ich ganz ehrlich. Und vielleicht machen sie es ja richtig gut. Ja, vielleicht machen sie es ja sogar auf dem Level, wie Capcom es macht. Klar, Capcom hat ältere Spiele genommen, Resident Evil 2, 3 und so weiter. Das ist natürlich viel, viel älter, viel länger zurück als in Dead Space 1. Und es sieht immer noch gut aus, ja, das ist gar keine Frage, gebe ich auf jeden Fall jedem recht. Aber es hätte wahrscheinlich niemals einen vierten Teil gegeben, einfach so 10 Jahre danach. Gefühlt, keiner kennt die Serie mehr. Und dementsprechend, wenn sie es auf dem Level schaffen, wie Capcom es geschafft hat für Resident Evil 2 und 3 Remake, Alter, dann wird es richtig krass. Weil das Spiel einfach krass ist, dann mit der heutigen Technik, mit den Möglichkeiten noch so ein bisschen das Ganze zu verfeinern. Ich bin da auf jeden Fall dabei. Ich hatte richtig Bock drauf und bin gespannt, ob EA das vielleicht sogar hinbekommt. Gut, mal schauen, wir werden sehen.
So, Freunde, machen wir weiter mit Platz 14. Und Platz 14 ist ein weiteres Microsoft-Spiel mittlerweile, kann man so sagen. Und zwar Starfield, Freunde. Starfield soll ja am 11. November 2022 kommen. Ich glaube da nicht dran, ehrlich gesagt. Ich glaube da ehrlich gesagt überhaupt gar nicht dran, ob das, dass es da an diesem Datum erscheint. Zwar wäre es ein richtig geiles Datum, 11 Jahre genau auf den Tag nach Skyrim. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Aber darum soll es nicht gehen. Warum ist es auf meiner Liste? Naja, Freunde, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch eigentlich großer Fan von Bethesdas Rollenspielen. Ich finde Fallout nice, ich finde die Elder Scrolls-Reihe nice, aber die letzten Jahre haben sie so ein bisschen, ja, ihren Fokus so ein bisschen oder ihren Mojo verloren, sage ich mal, ja. Fallout 76, habt ihr selber mitbekommen, war ein richtiger Reihenfall. Sie haben sehr viel gepatcht mittlerweile, aber auch sehr viel Scheiße weiterhin gebaut, ja, mit Pay-to-Win, Microtransaction, Paywall hinter gewissen, ja, Sachen, die man dann in Fallout 76 nutzen kann, und zwar eher ein richtiger Scheißstart, ja, von dem Game. Wie gesagt, ich habe das schon mitbekommen, dass diese NPCs irgendwann nachgepatcht haben, größere Questlines reingebaut haben, die auch ganz interessant sein sollen, aber nach diesem verhunzten Start, Fallout 4 war jetzt auch nicht so der Überknaller. Für mich war und ist immer noch mein Lieblingsspiel von Bethesda Fallout 3. Ja, Fallout 3 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. Ich fand es so geil damals. Skyrim ist natürlich auch legendär, ist klar. Und jetzt kommt da endlich mal eine neue Marke von denen. Eine neue Franchise soll entstehen, das denn im Space. Sie haben das Potenzial, ein richtig geiles Spiel rauszuhauen. Das haben sie immer. Sie haben immer das Potenzial, ein richtig geiles Rollenspiel rauszuhauen. Jetzt, wie gesagt, mit Space-Zeug und weit in der Zukunft, mit Planeten bereisen, mit Planeten erkunden und allgemein diese typische Bethesda-Formel, die man denn sonst so in Skyrim und Fallout hat, das dann in Space. Es könnte geil werden. Ob es geil wird, wir werden sehen. Hoffnung ist auf jeden Fall da. Ich meine, das Spiel ist ja auch schon sehr, sehr lange Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt endlich mal auch das Spiel gewesen, wo sie jetzt endlich mal eine neue Engine haben, weil die alte ist ja komplett, also wirklich komplett veraltet gewesen, schon bei Fallout 4. Ich weiß gar nicht genau. Keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht die Info parat. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, hier lebt das Spiel, wir haben ja auch bisher nur diesen Teaser-Trailer gesehen, hier lebt das Spiel so ein bisschen aus der Vergangenheit, aus meiner Hoffnung heraus, weil so ein bisschen so richtig belegen kann ich das nicht. Ich kann es nicht belegen, warum könnte es voll geil werden? Weil wir müssen erstmal abwarten, weil wie gesagt, die letzten Spiele von denen waren jetzt nicht so sonderlich geil. Und über das Spiel wissen wir jetzt auch noch nicht so viel oder haben noch nicht mal Gameplay gesehen. Ich meine, der erste richtige Teaser-Trailer, wo man ein paar Bilder so ein bisschen gesehen hat, wie das aussehen wird. So vom Setting her, vom Design her etwa, haben wir auch erstmal diese E3 bekommen. Deswegen ist es so ein bisschen Hoffnung und Nostalgie von den alten Spielen heraus. Ich bin gespannt, ich hoffe es wird geil. Ich hoffe es mir wirklich sehr, dass es richtig geil wird und dass sie dann einen Knaller abliefern. Ob es das wird, wir werden dann sehen. So, Freunde, kommen wir zu Platz 13, dem letzten Platz in dieser Liste. Und dieses Spiel haben einige von euch erkannt. Ich meine, der Tipp war zu eindeutig. Die Schüler müssen ihren Meister quasi würdig vertreten. Der kam spontan. Ich fand ihn eigentlich ganz gut, aber viele von euch haben es natürlich erkannt. Es ist natürlich Gotham Knights. Gotham Knights muss natürlich in die Liste mit rein. Das Game wurde ja auch schon vor jetzt, glaube ich, 2 Jahren und knapp ungefähr angekündigt. Kann es sein? Oder 2, 3 Jahren sogar schon? Direkt mit Gameplay und auch mit Gameplay, was den einen oder anderen so ein bisschen, glaube ich, skeptisch zurückgelassen hat. Weil man da gesehen hat, ey, die Gegner haben plötzlich Lebensbalken. Man muss leveln, looten oder was? Was geht hier ab? Wird es genau so eine Katastrophe für den einen oder anderen wie Marvel's Avengers, obwohl ich ja immer noch sagen muss, ich hatte meinen Spaß mit Marvel's Avengers, war jetzt nicht komplette Katastrophe, aber diese Gedanken hatte schon der eine oder andere und das kann ich verstehen, denn ich habe den Gedanken auch gehabt. Wird es so? Muss man viel leveln? Muss man viel looten? Wie ist es Koop-Modus? Passt es dazu? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht. Ich freue mich nur drauf. Ich meine, Batman ist tot, das ist natürlich scheiße und dementsprechend muss natürlich seine Bat-Family in Action treten und Gotham City quasi befreien und das ist ganz cool, dass wir da wirklich die Auswahl haben von den verschiedenen Figuren, die haben wir ja schon in den Arkham Games teilweise spielen können, also Robin, Red Hood, Nightwing und Batgirl ist am Start. Das Ganze auch noch mit Koop, es passt auf jeden Fall, es passt so, die Grundidee passt. Wie gesagt, was mir so ein bisschen Gedanken macht, ist diese Lebensbalken bei den Leuten. Muss man jetzt ewig auf die einschlagen, bis sie down gehen, wie bei Avengers und so weiter? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht nur, ich sag mal, die Pandemie so ein bisschen Schuld dran hat, dass das Spiel verschoben wurde, sondern dass, wenn sie jetzt schlau sind, dass sie sich auf jeden Fall, falls sie sowas geplant haben,
sich auf jeden Fall so das Feedback von den Leuten angesehen haben, wie denn Marvel's Avengers angekommen ist, ja. Dass vielleicht auch viele Leute so ein bisschen Angst haben, dass es auch in die Richtung gehen könnte mit Gotham Knights. Ich mache mir da keine Gedanken, dass das Gameplay nicht geil sein wird, weil es ist ja von Warner Bros. Games Montreal, die haben ja Batman Arkham Origins gemacht. Und das haben wir dieses Jahr nochmal gespielt und es ist immer noch geil. Gerade so der Artstyle, die Cutscenes waren richtig geil, die Boss-Fights waren richtig nice. Und wir haben ja schon Mr. Freeze gesehen als Boss. Wir haben ja schon auch gehört, dass der Rat der Eulen am Start sein wird, was eine sehr, sehr interessante Organisation ist. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass es Spaß machen wird. Ob das jetzt der Überknaller werden wird von den DC-Games, das werden wir dann sehen. Ja. Ich habe ja immer gedacht, dass es relativ zeitnah zum Film-Release wird, weil würde sich ja eigentlich auch anbieten, ja, wenn dann einer der größten Filme nächstes Jahr kommt, The Batman, also auf jeden Fall mein Most Wanted-Film Nummer 1 nächstes Jahr, ganz, ganz safe, dass sie dann zeitnah ungefähr das Spiel raushauen. Aber dann hätten wir ja wahrscheinlich jetzt schon ein Release-Datum. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall in der ersten Hälfte 2022 erscheint, zweite Hälfte dann Suicide Squad und dann sind wir alle glücklich, glaube ich. Ja, ich denke, ich gehe schon da stark davon aus, dass es Spaß machen wird. Ob das jetzt der Überknaller wird, das ist schwer zu beurteilen, ich weiß es nicht genau. Ich bin gespannt, ich habe da Bock drauf, Bad Family ist cool und ja, also ich freue mich drauf. Also ja, was soll ich sagen, ich freue mich einfach drauf. So, okay, Freunde, so, die Tipps fürs nächste Mal. Eine epische Story mit einem der größten Twists aller Zeiten kehrt zurück. Dann wird es extra scharf, ja, also extra scharf und spitz als Tipp. Dann wird es fantasievoll mal wieder endlich. Und, obwohl, das wäre zu krass, okay, der Tipp ist zu krass. Zwei Gruppen geben sich deftig aufs Maul. Zwei Gruppen hauen sich die Schädel ein. Was könnte das sein, Freunde? Ihr wisst es doch bestimmt sowieso schon wieder. Oder? Ballert es mir gerne in die Kommentare. Führt gerne eure Listen weiter fort. Finde ich sehr, sehr cool, dass einige von euch das auch so aufteilen von Video zu Video. Und dann gerne am Ende bei dem letzten Video nochmal die komplette Liste reinballern. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin sehr gespannt. Denn ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe einige Spiele zusammengeführt. Ich habe natürlich trotzdem nicht alle Spiele auf dem Schirm so. Und ich denke mir so, teilweise, wenn die ersten paar Videos rauskommen und einige schreiben dann so Spiele rein, denke ich mir, oh Mist. Das hätte ich wahrscheinlich auch drin gehabt, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so problematisch, deswegen kann ich wahrscheinlich in ein paar Monaten nochmal die neue Liste machen. Ich meine, ihr seht ja schon alleine auf dem Thumbnail, da Spiele, die in den ersten Quartal erscheinen werden. Es ist ja klar, zum Beispiel, dass Horizon in meiner Liste drauf ist. Wenn ich dann quasi Ende März eine neue Liste machen würde, dann wäre das schon mal raus, hätte einen neuen Platz für ein neues Spiel freigegeben quasi. Können wir mal machen, falls ihr da Interesse habt, lasst mich das gerne wissen. Ansonsten war's das, danke fürs Zusehen, Zuhören auch und haut rein, tschüss!